Moin moin alle zusammen, ich bin's wieder, der Finch. In diesem kurzen Video wird es sich um das Pokémon Lager drehen, und zwar um genau zu sein, um die Statuen und um die Excel. Ich habe es sehr lange vorausgeschoben, weil ich immer dachte, hey, irgendwann hauen sie doch mal das Update raus, wo es diese Zusatztränke gibt, damit ich euch wirklich alles erklären kann auf der Deutschen. Dieses Update kommt irgendwie nie, deswegen ist es mir jetzt scheißegal, jetzt haue ich das einfach so raus. Ich werde im Anschluss dann nochmal den Kram von der englischen Version mit einblenden, dass ihr ungefähr eine Ahnung habt, wie es theoretisch sein sollte. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an. Wir fangen zuerst mit den Statuen an. Die Statuen sind an sich relativ schnell und easy erklärt. Jede Statue hat hier unten einen gewissen Wert. In dem Moment alle Pokémon KP-Prozentsatz plus 10%. Also die Werte zählen außerhalb vom Fight. Sie werden auf eure Base-Werte draufgerechnet. Angriff, Spezialangriff. Halt für jeden Wert gibt es hier eine Statue. Wichtig hierbei ist erstmal zu wissen, dass die Statuen unterschiedlich viel kosten, wenn ihr sie leveln wollt. Wir gehen jetzt mal hier auf eine Level 1 Statue und ihr seht, ich habe nur einen einzigen Slot hier freigeschaltet. Möchte ich diese Statue leveln, müsste ich jetzt hier auf Entwickeln klicken und sie würde mich diese zwei Items kosten. Jedes Mal werden es mehr Items, je mehr Stufen ihr freigeschaltet habt. Am Ende sind es, lasst mich lügen, ich glaube es waren 450. Ich glaube es steigt auf 200, 250, 350, 450. Oh, ich müsste jetzt lügen. Ich habe leider auch nicht genug Ressourcen, um das jetzt durchzugucken. Auf jeden Fall wird sie immer teurer und das sollte man im Hinterkopf behalten. Denn besonders die Initiativstatue ist teurer als alle anderen Statuen. Gehen wir jetzt hier vorne mal auf eine Statue. Nehmen wir am besten gleich die erste. Ihr seht, hier kostet es nur 10. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch zeigen. Könnte ich einfach so durchrattern. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich die Materialien brauche. So, das ist eigentlich schon erstmal alles. Dann errollt ihr euch eben genau diese Slots, die ihr unten sehen könnt. Wichtig ist jetzt hier erstmal zu wissen, in Kombination mit euren Exeln, welche Exel benötigt ihr denn überhaupt? Und bevor ich jetzt sozusagen bei den Statuen weitermache, erkläre ich euch jetzt erstmal die Exel, damit ihr dann auch versteht, wie ihr eure Statuen errollt. Und zwar seht ihr bei den Exeln, es gibt immer zwei Typen. Fast immer. Es gibt zum Beispiel jetzt hier in meinem Beispiel Fee, Psycho, Gesteinboden, Wassergestein und so weiter und so weiter. Es gibt aber auch Exel, die haben zum Beispiel nur einen Typen, wie hier, Psycho oder Feuer oder dasselbe gibt es für Kampf und so weiter und so weiter. Im Endeffekt ist das ganz einfach erklärt. Dazu gehen wir jetzt mal kurz zu unserem Beispiel-Pokémon, was bei mir jetzt einfach Dialga sein wird. Dialga ist vom Typ Stahl-Drache. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Gehen wieder in das Lager. Wir haben uns gemerkt, Dialga ist Typ Stahl-Drache. Nun passiert Folgendes. Diese Excel pushen eure Pokémon nach Typen. In diesem Beispiel habe ich jetzt ein Magnexel drin, was ein Stahl- und Blitztyp-Pokémon pusht. Nun könnte man fälschlicherweise denken, okay, es pusht halt einmal Stahl-Pokémon, und zwar, wie es hier steht, und zwar die Verteidigung, und es pusht einmal Elektro-Pokémon, die Initiative. Das ist aber ein Trugschluss, das ist definitiv nicht so. Wichtig hierbei ist erstmal zu wissen, dieses Excel pusht alle Pokémon, die den Typen Stahl irgendwo inbegriffen haben und den Typen Blitz irgendwo inbegriffen haben. Und zwar mit beiden Attributen, die hier drunter stehen. Deswegen sind diese Doppel-Excel viel, viel wichtiger und viel, viel wertvoller als irgendwelche Excel, die nur einen Typen haben. In unserem Beispiel, wir denken kurz zurück. Dialga ist Typ Stahl-Drache. Stahl würde jetzt bei dieser Excel auf uns zutreffen, Typ Drache nicht. Ist uns aber egal. Weil, obwohl hier Elektro-Typ-Pokémon drinne steht, wird Dialga trotzdem diese Initiative bekommen und diese Initiative wird dazu gerechnet. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und das ist auch der Hauptknackpunkt, wonach ihr bei euren Startung gehen solltet. Jetzt wird nämlich für euch interessant, scheiße, welche Bonis brauche ich denn auf meinen Startung überhaupt? Dazu sollte man sich im Vorfeld einfach mal Gedanken machen, welche Excel können denn überhaupt wo rauskommen? Zum Beispiel zeige ich euch jetzt mal ganz kurz grob, was es alles so gibt. Wir haben einmal legendäre Excel, die klammere ich aber jetzt mal außen vor, weil die sind einfach zu selten.
es gäbe theoretisch alle Vögel in legendärer Form. Sprich, hier würde jetzt bei mir noch Lavados fehlen mit dem Typ Flugfeuer. Aber wie gesagt, die sind zu selten. Geht davon nicht aus. Geht immer von den Lilanen aus. Bei den Lilanen haben wir einmal Fee Psycho, Psycho Eis, Kampfwasser, Only Feuer, Gesteinboden, Flug Normal, Kampf, Normal Unlicht, Giftgeist, Psycho Pflanze, Wasser Eis, Stahlblitz, Dracheflug, Wassergestein, Bodengestein erneut, Pflanzegift nochmal, Käfergift, P-Normal und dann hört's auf. Das sind diese Doppelechsel. Es kann sein, dass ich jetzt hier ein, zwei vergessen habe, weil ich vor kurzem nochmal welche gelöscht habe. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das sind die ganzen Doppelechsel und danach solltet ihr gehen. Das bedeutet, wir nehmen jetzt ein Beispiel, wir nehmen das gern gesehene Beispiel, ihr wollt ein Dialga-Team pushen. Dialga ist Typ Drache, Stahl. Das würde in eurer Formation bedeuten, ihr müsstet jetzt hier eine Statue erholen. Und wie ihr das Ganze macht, zeige ich euch jetzt. Ihr klickt hier rechts auf Bauen. Sucht euch vorher die Statue aus. Ihr seht, je höher ihr geht oder je wichtiger die Attribute werden, desto mehr kostet diese Statuen zu erholen. Wir machen es im leichtesten, damit ich euch das am besten demonstrieren kann. Ihr klickt jetzt einfach hier auf Bauen, verschwendet zweimal diese Materialien und bekommt jetzt hier eine Statue mit 5 Random-Werten. Und jetzt fangt ihr an zu checken. Okay, wir wollen Dialga pushen. Typ Gift. Gift lohnt sich nicht, weil es gibt nur Giftgeist oder Giftpflanze etc. etc. Hat Dialga nicht inbegriffen. Auch die zwei Supporter, je nachdem womit man Dialga spielen möchte, hat es ebenfalls nicht inbegriffen. Wäre zum Beispiel nutzlos. Blitz, okay. Blitz könnte man Magnexel reinklatschen. Magnexel ist Typ Stahlblitz. Dialga hat Typ Stahl. Ja, könnte passen. Boden könnte nicht passen. Kampf könnte nicht passen. Psycho könnte bedingt passen, weil man eventuell die Latios-Feature pushen möchte. Dann könnte man eventuell einen Psycho-Exel reinstopfen, damit die wenigstens geboostet werden. Aber an sich wäre diese Stator komplett nutzlos. In diesem Fall könnt ihr jetzt einfach auf Götterstarter demontieren klicken und erhaltet die Hälfte der Ressourcen wieder zurück. Und ihr könnt das ganze Spiel erneut machen. Wichtig ist jetzt hierbei, wie geht ihr theoretisch da vor? Besonders als Neuling ist es sehr kostenintensiv, sich ganz viele Starter zu erholen. Und hier muss man ganz klar abwägen, wie wichtig sind mir die Starter. Also versteht mich nicht falsch, die Statoren und das Lager und Fleißwerte sind so ziemlich die wichtigsten Werte im kompletten Spiel. Dazu wird es irgendwann mal ein anderes Video geben, nicht jetzt hierzu, aber es sind die wichtigsten Werte, die ihr bekommen könnt. Das heißt, hier müsst ihr wirklich bis auf den letzten Fitzel versuchen, alles rauszuholen. Der Knackpunkt ist hier allerdings, seid ihr neu, habt ihr natürlich nicht die Materialien. Jetzt könnt ihr abwägen. Ich persönlich bin so an diese Sache herangegangen. Ich habe so lange mir Statuen errollt, bis ich wenigstens 4 Werte hatte, mit denen ich irgendwas anfangen konnte. Jetzt in meinem Beispiel, wir wollen Dialga pushen, dann habe ich mir gesagt, okay, mindestens 3-mal muss hier Stahl oder Blitz dabei sein oder Drache, irgendwas, was wirklich Dialga-only pusht. Wenn der 4. Wert jetzt von mir aus Psycho ist, damit ich Latios und Latias pushe oder mein Groudon oder was weiß ich nicht, ist es auch okay, und wenn der 5. Wert komplett reinscheißt, ist es erstmal okay. Dann habe ich wenigstens 4 Werte, mit denen kann ich arbeiten. Davon sind 3 auf jeden Fall für mein Main-Pokémon. Das ist okay, damit kann ich erstmal was machen. Wenn ihr jetzt aber hier nur 2 Werte habt, die euch überhaupt was bringen, ignoriert es. Es bringt euch einfach nichts. Mit Ausnahme mit der Init-Statue, weil die Init-Statue am Anfang so teuer ist. Hier kann man am Anfang noch Abzüge machen, sollte man aber so schnell wie möglich auch überarbeiten. Das ist im Endeffekt der ganze Zauber dieser Excel- und Starter-Geschichte. Und eigentlich ist es wirklich simpel, wenn man erstmal verstanden hat, dass diese Excel 2 Werte pushen, aber auch wirklich jedes Pokémon diese 2 Werte bekommt, solange es halt denselben Typennamen hat, wie in diesem Excel-Slot beschrieben steht. Im Endeffekt kann ich euch jetzt noch zeigen, wie man die Kuchen theoretisch gesehen ordentlich zusammenlegt. Praktisch gesehen ist das Ermessenssache. Dazu gehen wir mal kurz auf PokExcel Speicher und auf PokExcel Fang. Im Vorfeld habe ich jetzt schon einige Kuchen verknallt, weshalb ich jetzt hier nicht mehr so viel zeigen kann. Theoretisch ist es so, jeder Kuchen hat eine Wahrscheinlichkeit, diverse Excel euch zu droppen.
Ihr seht es jetzt hier bei unserem ersten Beispiel, der rote Kuchen hat Wahrscheinlichkeit Feuerechsel, dass sie angezogen werden. Wenn ihr euch hier durchklickt, seht ihr, dass es ganz viele verschiedene Kuchen gibt und sie haben alle eine andere Wahrscheinlichkeit von irgendwelchen Echsel. Am Schluss seht ihr dann nochmal zwei blaue Kuchen und ein lilaner Kuchen. Nun macht ihr folgendes. Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass ihr einmal in der Woche einen Lageranführer wählt, der euch ein bestimmtes Attribut vorgibt, wo ihr eine erhöhte Chance habt, diverse Echsel rauszuziehen. Dort habt ihr fixe Kuchen. Angenommen, der Lageranführer macht euch Feuerechsel. Dann könnt ihr jetzt diese Kuchen einfügen. Ich weiß nicht, welche noch dazugehören. Ich denke mir jetzt irgendwelche aus. Diese sind vielleicht noch vorgegeben und diese. Dann könnt ihr aus diesen drei Kuchen mit einer erhöhten Chance immer wieder Feuerechsel euch versuchen zu erschmelzen. Möchtet ihr natürlich genau diese Echsel bekommen, ist es natürlich von Vorteil, zu dieser Zeit eure Kuchen alle reinzuschmeißen, weil ihr nochmal eine erhöht prozentuale Chance auf diese Echsel habt. Wenn es euch scheißegal ist oder auch euer Lageranführer nie die Echsel reinmacht, die ihr unbedingt benötigt, was weiß ich nicht, könnt ihr sie auch komplett random einfügen. Hier sagt man theoretisch, man sollte so viele Kuchen wie möglich von einer und derselben Sorte reinschmeißen, damit man auch prozentual die Chance erhöht, genau diese Sorte zu bekommen. Praktisch und faktisch gesehen hat das teilweise nicht besonders viel gebracht. Wenn ich das jetzt hier mache, können wir mal kurz gucken. Feuerechsel wird angegeben, wir haben Blitz, Fee, Blitz. Danke dafür. Auf die Masse gesehen kommt prozentual tatsächlich ein wenig mehr Feuer vielleicht bei rum, aber ganz ehrlich, mir war das zu dumm. Ich muss es ganz ehrlich sagen, mir war das zu dumm. Ich habe im Laufe der Zeit zu viele verschiedene Echsel gebraucht, weshalb ich mir gesagt habe, leck mich am Arsch, ich schmeiß die alle komplett random rein. Mit Ausnahme, ganz wichtig, mit Ausnahme der blauen Kuchen. Hierzu komme ich gleich nochmal. Und im Endeffekt habe ich hier immer nur 5 Stück reingeschmissen, einfach auf, dass hier irgendwas Gutes bei rumkommt. Also wie gesagt, man kann es einmal mit Taktik angehen, dann solltet ihr die Kuchen immer dieselben Kuchen reinschmeißen, wie ihr sie gerade habt und was für Echsel ihr benötigt. Ansonsten ist das bei den Grünen wirklich völlig egal, es ist einfach zu sehr random, als dass man jetzt hier sagen könnte, hey, das funktioniert übelst gut. Wichtig hierbei ist jetzt bei den blauen Kuchen, ich kann es jetzt nicht demonstrieren, aber bei den blauen Kuchen gibt es 2 Taktiken und ich sage euch gleich, ich persönlich halte von Taktik Nummer 1 gar nichts. Taktik Nummer 1 sagt, dass ihr 4-mal blaue Kuchen reinnehmt oder auch 3-mal blaue Kuchen und dann einen dieser grünen Kuchen reinschmeißt oder 2 mit dem Attribut, was ihr benötigt. Wie dann in unserem Beispiel Feuer, dann würden wir jetzt hier 3-mal blau und 2-mal Feuer reinschmeißen. Der Hintergrund dieser Taktik ist, mit der blauen erhöht ihr die Chance, hochwertige Kuchen zu erschmelzen. Ganz übertrieben gesagt, würde ich knapp tippen um 15%, also wahrscheinlich habt ihr eine 15, 30, 45, 60, so 75%ige Chance ungefähr, wenn ihr 5 blaue Kuchen reinschmeißt, dass ihr tatsächlich lila eine Echsel rausbekommt. Wenn ihr jetzt natürlich diese Attribute hier mit da reinschmeißt, in unserem Beispiel Feuer, habt ihr dann sozusagen eine Chance von, ich sage jetzt mal hier, 45%ige Chance, dass ihr lila eine Kuchen bekommt und eine relativ hohe Chance, dass ihr auch Feuerechsel bekommt. Problem an dieser Sache ist, wenn ihr failt, habt ihr 3 blaue Kuchen verschwendet und habt einfach gar nichts geschissen gekriegt, sondern im schlimmsten Fall sehen eure Echsel dann einfach danach genau so aus. Und ihr habt blaue Kuchen verschwendet. Jeder, der etwas länger spielt, weiß, dass blaue Kuchen tatsächlich relativ Mangelware sind. So gut kommt man da nicht ran. Deswegen meine Empfehlung, und so handhabe ich es auch, ich schmeiß einfach nur blaue Kuchen rein. Nehm einfach 5 blaue Kuchen jedes Mal und schmeiße sie komplett rein. Natürlich kann ich damit kein Attribut forcen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich kriege sehr, sehr oft lilane Echsel und mit etwas Glück sind tatsächlich dann auch Echsel dabei, die ich eben genau für mich gebrauchen kann. Und das wäre meine persönliche Herangehensweise und die kann ich euch auch nur ans Herz legen, macht das genauso. Dasselbe ist mit den lilanen. Die lilanen sammle ich so lange, bis ich 5 Stück habe, weil damit habt ihr eine erhöhte Chance auf goldene Pock-Echsel. Ich bin aber ganz ehrlich, goldene Pock-Echsel sind in meinen Augen völlig scheiße. Außer ihr spielt Hooper oder habt wirklich so, ja, psychobasierte Teams. Ich finde die goldenen Echsel echt nicht gut, weil sie teilweise nur Attribute pushen, die ziemlich nutzlos sind. In meinem Fall wäre maximal ein Zapdos vielleicht noch geil, aber ganz ehrlich, selbst für Zapdos Echsel, nee. Also es gibt kaum metabezogene Teams, die jetzt zum Beispiel auf Flugeis gehen. Natürlich, die Qums haben Eis, aber wer spielt dann gleichzeitig noch Flugteams? Bis auf ein Ho-Oh ist da meistens nichts dabei. Bei Psycho, wie gesagt, das lasse ich mal außen vor. Psycho gibt es schon noch. Bei Psycho habt ihr allerdings was Problem. Ihr habt einen Attribut. Ihr bekommt hier ein einzigen Attribut und alleine
dieses scheiß Pantimos hat jetzt schon mehr Attribute. Wir vergleichen hier mal ganz kurz. Ihr habt jetzt hier 9 Angriffsfleißpunkte. Und mal gucken, ob ich jetzt schnell einen Pantimos finde mit Angriff. Hier habe ich natürlich schon einen gelevelt. Hier haben wir jetzt schon einen Pantimos, was euch 10 Angriffsfleißpunkte geben wird. Das ist halt... Das ist totally lost. Ihr habt einen legendären Excel, der euch einfach weniger Angriffspunkte gibt. Und deswegen würde ich zu den legendären Exeln gar nicht raten. Die legendären Excel lohnen sich auf die... aufs Level bezogen. Also ihr könnt mit den legendären Exeln am Ende mehr Fleißpunkte erhaschen als mit diesen lilan Exeln. Das Problem ist aber, wie gesagt, ihr pusht immer nur ein Attribut, weshalb eigentlich in der Masse gesehen die legendären Exel tatsächlich sehr, sehr scheiße sind. Meine Empfehlung liegt ja ganz klar bei den Vögeln. Die Vögel sind noch relativ gut, weil sie Doppelattribute haben, aber ansonsten würde ich hierzu gar nichts raten. Wichtig ist jetzt hierbei nochmal eins bei den Exeln. Und zwar habt ihr hier immer verschiedene Punkte. Wie ihr seht es jetzt hier, 8,8. Das ist so ziemlich der niedrigste Wert, den man auf einen lilanen Bock Excel kriegen kann. Ich gucke jetzt mal hier schnell durch. Vielleicht finden wir noch ein anderes Beispiel. Hier haben wir zum Beispiel 10,10. Der höchste Wert, den ihr bekommen könnt, ist 14 Punkte. Wenn ihr diesen Wert habt, habt ihr meistens auch tatsächlich im zweiten Wert nur 8, was relativ schade ist. Wenn ihr es aber schafft, dass ihr 2×14 Punkte habt, dann ist das ein Goldwert-Excel. Das muss man ganz klar so sagen. Weil ihr einfach die höchste Punktzahl kriegt und wenn ihr dann noch Glück habt auf den Attributen, die ihr auch benötigt, dann ist das insane gut. Hebt diese Excel auf und levelt sie auf jeden Fall. Das nochmal hierzu. Ich werde euch jetzt im Anschluss mal noch eine kleine Einblendung bringen von der englischen Version. Dort gibt es, wie gesagt, Tränke. Damit könnt ihr die Burg Excel ein wenig forcen für euch. Also, da sind wir wieder. Jetzt befinden wir uns auf der englischen Version. Und zwar geht es um diese Tränke. Die linken hier. Ihr habt sie sicherlich alle schon gesehen. Wir sammeln sie auch die ganze Zeit fleißig auf der deutschen Version, aber dieses Update bekommen wir einfach nie. Die Tränke machen im Endeffekt eines. Ihr könnt bei den Statoren 3 Attribute auswählen, die ihr fix haben möchtet. Das ist relativ nice. Und zwar folgendes. Klickt ihr dann theoretisch gesehen später dann auf Chosen Element und habt jetzt hier alle Elemente, die es so gibt und könnt jetzt hier einfach auswählen. In unserem Fall nehmen wir jetzt einfach mal Fighting Type. Klicken das an und ihr seht, das würde uns jetzt 2 Tränke kosten. Ihr müsstet im Endeffekt einfach jetzt nur das zweite Element anklicken, ebenfalls einen Typ auswählen und schon würde es uns 6 Tränke kosten. Wenn ihr jetzt den dritten Typen auch noch auswählt, würde es uns insgesamt 12 Tränke kosten, damit ihr einen Roll habt. Wenn ich jetzt auf OK klicken würde, würde er jetzt versuchen, diese Statue zu errollen mit diesen 3 vorgefertigten Typen und die anderen 2 können random sein. Vor- und Nachteil an dieser ganzen Geschichte ist, der Nachteil, es kann jetzt ein 2x Gras-Typ kommen, was wir absolut nicht gebrauchen können und es wäre nutzlos und die ganzen Tränke wären gewastet. Der Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist einfach folgender, ihr habt natürlich schon mal 3 fixe Typen und mit etwas Glück kriegt ihr vielleicht sogar eine perfekte Statue, die 5x den Typen hat, den ihr benötigt. Das ist eigentlich alles. Mehr machen diese Tränke nicht. Ich weiß nicht, wann es auf der deutschen Version kommen wird und ob es überhaupt irgendwann mal kommen wird. Ich hoffe allerdings, dass dieses ganze Video die Thematik um die Excel für euch nochmal ein bisschen näher gebracht hat. Und somit haben wir jetzt natürlich auch ein Video, was wir im Discord einfach verlinken können und jeder sich ohne Probleme anschauen kann. An dieser Stelle bedanke ich mich dann wieder fürs Zuschauen und hoffe, dass ich euch damit helfen konnte. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.